Wir spielen Stranded Deep, meine Lieben. Weiter geht's. Die Reise geht weiter. So, aber wie spät haben wir's? 19 Uhr. Gut, wir sollten erstmal schlafen. Das hätten wir letzte Folge auch machen können. Daran denken wir aber beim nächsten Mal, ne? Das ist nämlich Zeitverschwendung. Und wir brauchen Zeit. Weil natürlich ist es noch dunkel, ne? Na klar. Okay. Wir hatten das hier vor, noch abzuschwimmen. Das Floß, die Böden reinsetzen. Und unsere eigentliche Mission ist natürlich Leben, das machen wir auch noch. Und wir müssen die Insel mal abgucken nach der Frucht, die wir noch nicht haben. Und Kartoffeln, wäre auch gut. Und ich habe geguckt, das ist die nächste Insel, wo wir hin müssen. Aber jetzt, da es noch dunkel ist, sollten wir erstmal... dann machen wir erstmal die Böden, solange es noch dunkel ist, ne? Dafür brauchen wir nicht viel Licht. Wo ist unser Floß da? Nicht in irgendwas Giftigen treten, ist auch immer wichtig. Oh, ich bin so aufgeregt, ey. Das freut mich so. Wo haben wir aber jetzt die Sachen? Jetzt muss ich mal wieder hier alles erstmal durchsuchen. Natürlich nicht. In der letzten Kiste wahrscheinlich, wo ich gucke, ne? Die Planken würde ich eher für Regale aufheben. So. Weil Regale werden wir noch brauchen. Ihr seht ja, ist jetzt schon wieder Platzmangel hier ein bisschen mittlerweile. Transportmittel, genau. Und dann das hier, ne? Hammer. Ja. Wie immer vergessen wir den Hammer. Habe ich keinen vorhanden? Wo ist der denn jetzt schon wieder hier, Mensch? Wo ist der Hammer? Wir sollten echt aufhören, unsere Sachen... Hier. Wir müssen ein bisschen Ordnung hier mal reinbringen. Aber irgendwie habe ich dafür gar keinen Nerv, gar keine Lust. So. Boah, zwei Stück ist halt immer teuer, ne? Aber machen wir. Warte mal, erstmal hier fertig. So, wunderschön. So. Oh, jetzt habe ich einen übersprungen. Egal. Haben wir noch irgendwo welche? Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Ach man, hier waren alle leer, ne? Aber die hatten wir sortiert, ne? Wir haben alle in einen gepackt. Ja, ich glaube schon. Oh, oh! Mann, Glauben ist nicht Wissen, Leute. Glauben ist nicht Wissen. Oh, wir haben noch welche. Sehr gut. Aber das waren, glaube ich, jetzt wirklich alle. Dann machen wir hier noch welche hin. Und denn da noch? Oh, das wird so ein schönes Floß. Wir ziehen hier natürlich auch noch unsere Decke hin und so, aber, also weiß ich noch nicht. Mal gucken. Okay, das war's. Wie viel haben wir noch auf der Hand? Keinen mehr. Okay, schön. Es wird langsam hell, aber die Sicht unter Wasser ist noch nicht beeindruckend. Also gehe ich stark von aus, da ich das Spiel schon ein bisschen länger jetzt spiele mit euch. Weshalb wir jetzt erstmal... Pack das mal aus. Ja, okay, lass einfach auf der Hand her von unserem Anzugträger. Ich bin ein bisschen überfragt, was wir brauchen, was nicht. Wir gucken jetzt erstmal ganz genau uns die Insel an, ob wir irgendwas sehen, was nach Kartoffeln oder so aussieht, ne? Oder die Frucht, die wir noch nicht kennen. Und Kartoffeln sind immer gut versteckt. Da muss man sich konzentrieren und genau hingucken. Wenn wir irgendwas Braunes sehen, dann sind es Kartoffeln. Kartoffeln können wir immer gebrauchen, weil ich gehe auch stark davon aus, dass unsere Kartoffeln, die wir zu Hause haben, verderben werden. Weil wir können sie ja jetzt nicht gießen und uns nicht drum kümmern, ne? Und wir brauchen immer wieder mal Treibstoff. Okay, wir gehen erstmal außen lang. Bis wir wieder am Fluss angekommen sind, da sind wir gleich angekommen. Außen sehe ich anscheinend keine. Nicht so schlimm. Bei irgendeiner Insel, wir werden definitiv die unbekannte Frucht finden. Und Kartoffeln werden wir auch noch finden, da bin ich mir eigentlich sicher. So, wir sind einmal rum, ne? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal innen ablaufen ein bisschen. So, schön genau gucken. Ach, das nervt ja alles ein bisschen. Herr von Naturträger, willst du das mal einfach so kaputt hauen, weil du das kannst? Wir wollen ja hier nichts verpassen. Okay, nee, das sind nur Steine. Dinge, Stöcker brauchen wir halt nicht, ne? Da kriegen wir überall. So, schön langsam. Keine Kartoffeln. Was ist das für ein Baum? Fikus. Kann ab. Bist du eine unbekannte Frucht? Kurafrucht haben wir schon, ne? Ja, haben wir schon. Okay, das ist nicht die unbekannte Frucht, aber... Oder? Sieht der unser Baum so aus? Egal, wir haben auf jeden Fall eine Frucht gefunden. Das ist schon mal gut. Ihr merkt schon, jeden Baum genau angucken. So. Hier ist ja noch so eine
Das ist noch so eine Kura-Frucht, ne? Ah ja, genau. Okay, sehr gut. Nehmen wir mit. Was wir haben, haben wir. Aber ich glaube, die beiden Früchte haben sich auch... Nee, okay. Nee, wir brauchen die Birne. Die Birne brauchen wir. Aber werden wir finden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Oh mein Gott. Wir haben die Birne gefunden. Kuwawa. Läuft bei uns. Es läuft bei uns. Das Spiel ist so gnädig. So sieht die also aus. Und die dürfen wir nicht essen. Die müssen wir anpflanzen. Bei uns zu Hause dann. Gut, Mission erfüllt. Wir können nach Hause. Spaß. Wir werden hier rumtraveln, bis es nicht mehr geht. Wenn hier so viele Pflanzen, dann muss doch hier bestimmt noch eine Kartoffel sein. Oder so nett ist dann das Spiel auch wahrscheinlich nicht zu uns, ne? Nee, okay. Nicht so schlimm. Wir haben die beste Ausbeute gerade gemacht, die wir machen wollten. Das ist ja cool. Dankeschön, Baum. Dann gehen wir nochmal kurz tauchen da. Die ist eh verdorben, deswegen, wir können die jetzt einfach mal hinschmeißen. Cool, ey, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin so überrascht darüber jetzt. Aber egal, was wir haben, haben wir. Das freut mich sehr. Ich dachte, das wird eine ewige Dauer, weil ich meine, ich glaube, wir haben 10 Folgen für die Kartoffel gebraucht. So, dann gehen wir hier nochmal alles kurz abtauchen. Ich habe gerade voll gespuckt beim Reden. Das ist ekelhaft. Abtauchen. Das ist ein netter Hai. Hier ist kein Schiffchen mehr. Da ist der Abgrund. Da ist Lehm. Kümmern wir uns gleich drum. So. Hier ist aber nichts mehr, ne? Nee, okay. Ist nicht so schlimm. Gut, dann machen wir jetzt Lehm, würde ich sagen. Und dafür brauchen wir aber auch Waffen in der Hand, weil... Was haben wir gelernt? Wenn wir Lehm einsammeln, kommen die Haie definitiv... Tag 105 überlebt. Wow. Ich bin begeistert. Da kommen noch ein paar mehr Tage, würde ich sagen, ne? Ganz schön viele Tage kommen da noch. So, was brauchen wir jetzt nochmal? Wir brauchen... Wir gehen eh aufs Floß, weil wir brauchen unsere Spitzhacke. Wie geht's ihm? Durst. Trinken haben wir dabei, kein Problem. Oh, spring mal hoch da und renn mal bitte. Wir haben hier keine Zeit für dich, für deine Mimosen. Das packen wir hier rein, das packen wir hier rein, das packen wir hier rein. Hammer brauchen wir jetzt gerade nicht. Okay, dann brauchen wir trinken kurz. Trink mal was hier von uns zu Anzugträger. Schön. Alles, trink alles aus. Da kannst du machen. Ja. Wir werden überleben. Das ist die Hauptsache. Und dann brauchen wir unsere Spitzhacke. Genau, perfekt. So, vom Floß aus fangen wir links an und suchen Lehm. Ich habe jetzt keine Waffen dabei, ne? Na, wir werden überleben, ne? Kennen wir ja schon. Nimm mal das Licht in die Hand, das gefällt mir immer ein bisschen besser mit Licht, auch wenn das gar kein großer Unterschied ist. Eben hatte ich doch hier irgendwo Lehm gesehen, oder? Bin ich jetzt Gaga? Okay, ich bin... Ah, nee, hier, okay. Ist hier eine Giftschlange neben uns? Nee, okay, ist nur ein Kabeljau oder Sardine oder so. Huch, jetzt habe ich aber gezuckt mit der Hand, habt ihr das gesehen? Ja, na klar. Ich sag's euch ja, sobald wir... Ja, von dem Zahnzugträger, ich kann gerade nicht. Stopp. Okay, es war so klar. Mit der Frucht, die wir jetzt haben, können wir nämlich Haiabwehr machen. Das werden wir früher oder später definitiv auch tun, aber dafür bräuchten wir ein paar Früchte, damit wir einen auf jeden Fall immer mit nach Hause nehmen können. So, das Problem ist, der wird doch wieder abhauen und dann sind unsere ganzen Speere weg. 4, 8, naja, passt. Ach, und jetzt gewittert es hier wieder und wir haben wieder keine Sicht. Ja, ich hab dich gesehen, wie er abdreht. Ich hab dich gesehen. Oh, spawnt er da gerade fest? Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum, wenn er... Oh. Ich glaube, so einfach hatten wir es noch nie. Ja, ich mag's, wenn Haie festspawnen. Dann seid ihr so einfache Beute und ich kriege alle meine Speere wieder. Das ist ja ein Traum. Oh Mann, so mag ich es. So, ich wünsche... Oh, wartet mal. Ich wünsche, das Spiel würde immer so festspawnen. Also die Haie. Ich wünschte es. Da komme ich mir vor wie ein Profi.
So, du bist erledigt. Um dich kümmern wir uns später. Schmeiß den. Nee, richtig. Schmeiß den mal. Okay, dann schmeiß ihn nicht. So, wo ist er denn? Da. Du bleibst hier liegen, ja? Ich hole mir jetzt Lehm. Und bitte lass mich in Ruhe. Und deine Brüder und Schwestern sollen mich auch bitte in Ruhe lassen. Kannst du dich denen das mitteilen, bitte? Danke. So, jetzt wieder die Frage, wo war der Lehmhaufen? Irgendwo hier hinten, ne? Da. Jawohl. So, konzentrieren. Wäre wunderschön, wenn das nicht immer in Erdboden. Da war's. So, da fliegt es. Immer schön alles mitnehmen. Da ist noch was. Okay, dann war es das hier an Lehm. Okay, tauch mal hoch. Hol mal Luft erstmal hier von unserem Anzugträger. Sehr gut. Und unsere Hand ist voll. Problem. Wir gehen mal nur kurz unsere Speere hier abwerfen. Oder ein oder zwei oder vier. Ah ne, oder wir sollten das Lehm ausfahren werfen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller. Spitzhacke brauchen wir. Wir brauchen jetzt das hier gerade nicht. Atemdinger brauchen wir gerade nicht, das auch nicht. Das auch nicht. Lampe brauchen wir und das brauchen wir. Okay, so ist besser. Oh, kommt euch diese Riesenwellen an. Fluss steht noch, sehr gut. Okay, hier war das. Oh, Herr von uns Anzugträger. Hier war der Lehmhaufen. Dann geht es da lang weiter. Da ist noch einer. Das sind lieber Haie, da brauchen wir keine Angst haben. Das sind noch kleine Haie, aber erst wenn sie ausgewachsen sind, dann brauchen wir Angst vor denen haben. Zu Recht auch. Ey, wo nicht einmal gebissen ist, ist ja ein Traum. Danke, Spiel. Ja, von der Anzeige, was tust du hier schon wieder? Kannst du mal. Och, alles versickert im Boden. Oh, Mann, habe ich mich erschrocken. Mann, diese Wellen, ey, diese Wellen. Oh, da fliegt's. So, ist hier noch irgendwo Lehm, was wir nicht. Ja, danke, Spiel, danke. Da ist nochmal Lehm. Oh, Lehm, Lehm, Lehm. Wir werden echt noch Kisten brauchen und wir werden auch definitiv noch Regale brauchen für den ganzen Spaß, den wir hier einsammeln werden. Und es wird eine Menge sein. Mal gucken, wann wir in wie viel Tag, also an Tag 105 oder Tag 104 sind wir losgeschippert. Mal gucken, wann wir wieder ankommen zu Hause. Keine Heimmusik, ist entspannt. Ich bin komplett entspannt hier unter Wasser. Das war was ganz Neues für mich. Ein ganz neues Erlebnis. Hol mal Luft. Okay, Welle. So, dann gucken wir mal hier weiter. Okay. Riesensteine, kann ich mal vorbei? Danke. Lehm! Das ist unglaublich. Nimm das Lehm. Schön, schön, schön. Oh, hey, fall nicht runter. Ich brauch dich. Dich brauche ich auch. Dich auch. Der, perfekt. Keine Heimmusik, nichts. Hol mal Luft. Oh, noch mal neben Haufen. Das läuft ja perfekt. Mann, das Spiel. Manchmal mag ich das Spiel. Selten. Sehr selten. Aber ich mag es manchmal. Ja, okay, sammeln wir gleich ein. Keine Heimmusik immer noch nicht. Ich bin erstaunt. Sollte mir das Angst machen? Ein bisschen wahrscheinlich, ne? Okay, Leben haben wir alles. Dann holen wir mal Luft. Und dann geht's weiter, die wilde Fahrt. Oh, wir sind schon wieder voll. Sehe ich da noch einen Lehmhaufen? Ey. Ja, da ist noch ein Lehmhaufen, okay. Wir müssen erstmal die Hand wieder leer machen. Und danach laufen wir einmal die Insel ab und sammeln das ganze Leben an. Rein. Okay, bei dem müssen wir rein. Das merken wir uns. Ihr? Ich nicht. Ich kann mir nichts merken, wisst ihr ja. Oh, schön, 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 schön. Leben, 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 Leben. Und nicht einmal gestorben. Mann, ey. Premiere, wirklich Premiere. So, bei dem müssen wir rein. Da ist noch ein Lehmhaufen. Mal gucken, ob wir die ganze Insel heute mit Lehm fertig machen, weil. Wäre schon cool, wenn wir nächste Folge schon wieder losschippern könnten, wa? Da war der. Das würde mich freuen. Deswegen müssen wir uns hier ranhalten, die ganzen lebenden Dinger abzubauen. Denn auf der nächsten Insel hoffe ich, dass mehr Sachen fürs Floß gibt und nicht nur eine Sache. Das wäre unglaublich, wäre das. Und vielleicht sollten wir uns auch mal um den Herrn von und so an. Ja, nee, der überlebt noch. So, da ist der ab. Okay, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, Leute.
Wir haben 4 Dinge abbauen können, ohne dass er nervt. Luft holen, Luft holen, Luft holen. 25, runter, runter, runter. Komm her hier. Ach, die rannen jetzt schon wieder hier weg. Wo ist er? Ah, aber wir haben ihn getroffen. Aus dem Augenwinkel habe ich ihn gesehen. Oh mein Gott. Alles klar, die Speere sind so gut, dass wir nur 4 Stück davon brauchen. Hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ich meine, wir haben jedes Mal 12 oder weiß ich nicht, wie viele Speere verbraucht. Okay, nicht schlimm, der Hai. Denn wir haben so viel Lehm mittlerweile in Ruhe abbauen können. Und das Fleisch holen wir uns auf jeden Fall auch noch von denen. Und das Leder brauchen wir auch so langsamer wieder, weil wir haben nicht mehr so viel. So, das können wir gleich wieder auspacken. Oh, guckt euch diese Ausbeute an. Wow. Wie geht's ihm? Ah, ja, ja, ja. Wir sollten nur Lebensding essen. Das ist gut, dass wir die haben, weil das ist schnell gemacht. Ne? Wir müssen nicht extra irgendwas braten oder so. Deswegen, ich würde glücklich sein, wenn hier noch, wenn wir davon richtig viele finden. Jetzt nehme ich schon wieder alles alle. Ja, perfekt. Schön, 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 schön. So. Irgendwie da lang so ein bisschen, ne? Wahrscheinlich. Sturm hat auch aufgehört. Angenehm, sehr, sehr angenehm. Hand ist leer, Hand ist leer. Okay, weiter geht's. Oh, Gift, 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 Gift. So. Nee, bleib mal unter Wasser. Ich will doch nur ein bisschen schwimmen hier, aber du machst das mir echt schwierig. Davon da kommen wir. Da ist der Abgrund, dann hier lang. Die Herzen, ja, ist okay. Ein paar Bisse halten wir noch auf. Aus. Da ist der Abgrund, dann hier lang weiter. Das ist kein Hai. Jetzt hab ich schon. Jetzt krieg ich schon wieder Paranoia hier, aber. Ist okay, wir werden es überleben, denn wir sind jetzt also sehr gut ausgerüstet mit den Steinsperren. Warum hat mir das keiner gesagt von euch? Ich halte auch so viel von Teamarbeit. Wo ist Lehm? Die Sicht wird schon wieder ein bisschen schlechter. Aber für die. Oh, upsala. Jetzt habe ich den schon wieder vergessen hier, den kleinen Mann. Ruh ich mal erstmal kurz aus. Für die Insel würde ich sagen, haben wir sehr, sehr gute Ausbeute gemacht. Und wir haben einen Walhai sogar gesehen. Auch schön, oder? Finde ich schon. Wir hatten aber schon mal einen größeren Wal gesehen, ne? Glaube ich. Der war ja riesig. Der war jetzt noch so ein bisschen kleiner. So. Okay, bis jetzt sehe ich kein Leben mehr. Ach, der vorne so anzuregen ist immer so langsam. Kein Lehm. Da ist der noch nicht der Abgrund, aber gleich. Hol mal Luft. Wo ist unser Fluss? Okay, noch sind wir nicht einmal rum, noch lange nicht. Der, warum schwimmt der denn so langsam? Giftfisch. So, jetzt hat er wieder Luft, sehr gut. Ah ja, die Sicht wird halt wieder ein bisschen schlechter, ne? Seht ihr ja schon. Ah, Giftfisch, Mann, ey, die hier will uns alles umbringen. Das ist so gemein von denen. So. Ja, so grob sind wir gleich die Insel durch, das ist sehr gut. Nichts, nichts da. Okay, nochmal hier ein bisschen gucken, aber der schwimmt extrem langsam, der von uns Anzugträger. Da fehlt mir die Geduld für. Der braucht ständig Luft. Ich höre aber auch keine Heimmusik mehr. Also ist vielleicht das ganze Leben alle. Oh Mann, ey, diese ganzen giftigen Sachen. Lasst mich alle in Ruhe. Okay, die Sicht wird mir zu schlecht.
Ich würde sagen, wir haben die Insel mit Lehm. Das passt, oder? Lauf mal los. Jetzt darfst du laufen, jetzt brauchst du nicht mehr schwimmen. Okay, schwimmen, wenn du möchtest, schwimmen. Wie immer du willst, Herr von unserem Anzugträger, wie immer du willst. Die Ausbeute war leider für den... für das Floß nicht so groß. Ich hab dir mal, hab da mir ein bisschen mehr erhofft. Oh Mann, ey. Also das hätten sie weglassen können mit der Ausdauer, das sage ich euch so, wie es ist, ne? Müssen wir alles irgendwie aufs Floß wieder kriegen, ne? Ich muss mal hier alles auf den Haufen machen, damit... Also wir haben schon richtig viel Leben. Oder? Das ist schon echt gut viel Leben. Das passt. Ja, ja, das passt. Würde ich sagen, dass wir alles aufs Floß bringen. Oder ich packe das offline aufs Floß alles. Und nächste Folge fahren wir direkt dort hinten zur Insel und hoffen, dass da so viel fürs Floß ist, dass wir gar nicht fertig werden in einer Folge, ne? Sehr gut. Wie geht's ihm? Ja, perfekt. Sehr gut, meine Lieben. Oh, ich bin glücklich. Ich speichere ab für uns und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!